Ja, guten Morgen. Danke an die Organisatoren für die Einladung. Bin sehr beeindruckt. Schöne Konferenz, bin zum ersten Mal hier. Und auch nervös, weil ich über etwas erzähle, was eigentlich gar nicht in meine Forschung fällt, sondern was so ein spielerisches Nebenprojekt war. Aber wir werden mal sehen. Und das hat so ein bisschen die Schlagzeilen gemacht, weil wir das letztes Jahr veröffentlicht haben, als gerade die Schachweltmeisterschaft zwischen Carlsen und Kajakin lief. Und da war natürlich das Interesse der Medien auch entsprechend groß. Mir wurde gesagt, dass hier Schachspieler schon vertreten sind. Also wer spielt selber Schach? Vielleicht kann ich das mal kurz abfragen. Ja, okay, das ist schon mal ein guter Schnitt. Alle haben wahrscheinlich schon gehört von dieser enormen Komplexität im Schachspiel. Also man wirft da über Zahlen durcheinander, wie viele Konfigurationen gibt es im Schachspiel, wie viele mögliche Spiele. Das sind enorm große Zahlen. Ich werde da nachher nochmal drauf eingehen. Also das ist eine legendäre Sache, die, auch wenn Computer heute natürlich sehr gut Schach spielen, besser als Menschen, den kompletten Suchbaum des Schach zu durchforsten, das ist immer noch zu groß, um es mit Computern machen zu können. Trotzdem schaffen das auch Menschen ja einigermaßen gut. Also es gibt da irgendwie wohl eine gewisse Struktur, die wir versuchen wollen zu ergründen. In dem Vortrag über die AI heute Morgen von Herrn Klages war auch Go ein Thema, dass also jetzt gerade in den letzten Wochen die erste künstliche Intelligenz einen der führenden Go-Spieler besiegen konnte. Relativ eindrucksvoll auch. Und das wird so als Meilenstein gefeiert, weil die Komplexität von Go noch viel größer ist. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten an Go-Positionen, als es beim Schach gibt, so sagt man immer. Und dann wirst du sagen, ja, also weil die Zahlen die sind größer, dann muss Go auch das komplexere Spiel sein. Und ich will das so ein bisschen hinterfragen. Schach ist vielleicht das vom Suchbaum her kleinere Spiel, aber da ist mehr Struktur eventuell noch drin. Ja, gucken wir mal. Also die Frage ist Größe wirklich alles, was eine Rolle spielt? Und daran anschließend die Frage, können wir über die Größe dieses Suchraums, den es im Schach gibt, darüber hinaus vielleicht etwas aussagen über die Struktur. Und wenn Sie schon mal Schachrätsel gelöst haben, dann kennen Sie das vielleicht. Also wenn ich Ihnen zwei Positionen aus dem Schachspiel vorgebe, dann ist erstmal nicht ganz klar, ob Sie einen Weg legaler Züge von der einen zur anderen finden können. Das ist ein Rätsel, deshalb ist es ja auch interessant. Und es ist auch nicht mal klar, wenn ich irgendwie Steine aufs Brett stelle, aus welcher Zugfolge, beginnend von der Anfangsposition, kommt man dahin und kommt man überhaupt dahin. Ne? Also die Regeln, nach denen die Figuren im Schachspiel ziehen, die sorgen dafür, dass allein so eine einfache Frage, ne, zu fragen, ist die Konfiguration, die ich da habe, überhaupt erreichbar im Spiel, nicht ganz trivial ist. Frage, können wir also so eine Art Landkarte machen von dem Raum aller möglichen Schachkonfigurationen? Und wie kriegen wir das hin, wenn wir wissen, das Land selber ist so groß, dass wir da nie durchschreiten können? Aber wir möchten was lernen über die typischen Sachen. Und dieses Problem, dass man einen Zustandsraum hat, der eigentlich viel zu groß ist, um ihn komplett zu kartografieren, dass man den hat, aber dass man trotzdem irgendwas Sinnvolles aussagen möchte, das ist eigentlich ein altbekanntes Problem in der statistischen Physik. Also wir haben vorhin auch einen Vortrag aus der Physik gehört, wenn Sie Systeme haben mit vielen, vielen Atomen oder Elektronen und Sie zählen die Zahl der Freiheitsgrade, das geht schnell ins Astronomische, wenn Sie große Systeme betrachten wollen. Kann man nicht komplett durchrechnen, trotzdem ist der Physiker ja in der Lage, da irgendwie was zu sagen. Und das ist so unser Zugang gewesen, dass wir sagen, ich bin eigentlich statistischer Physiker und wir haben Methoden, die in der statistischen Physik, in der computergestützten Physik sehr erfolgreich sind. Was passiert eigentlich, wenn wir solche Methoden mal auf ein Spiel loslassen und hier eben Schachspiel? Und deshalb auch kurz ein Disclaimer, hatte es schon gesagt, das ist nicht, was wir eigentlich in der Forschung tun. Was wir eigentlich in der Forschung tun, will ich Ihnen nicht ganz vorenthalten. Wir sind eigentlich Materialphysiker und fragen uns, wie kommt man von den mikroskopischen Bewegungsgleichungen in einem Material über verschiedene Skalenargumente bis hin zu makroskopischen Materialverhalten. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Materialeigenschaften, die zum einen sehr universell sind, überall also auftreten und gleichzeitig aber überhaupt noch nicht richtig gut verstanden sind. Und die Smartphones, die wir heute alle mit uns rumtragen, die sind ein sehr eingängiges Beispiel dafür. Die Deckgläser, beginnend mit dem ersten iPhone, sind sehr kratzfeste und bruchsichere Gläser. Und die Frage, wie man das hinkriegt, wie man das Material so produziert, dass es so kratzfest und bruchsicher ist, ist eine zwar für das Engineering so halbwegs gelöste Frage, aber für den Physiker noch relativ unverstanden. Da werden Spannungen eingebracht, die in dem Glas sind.
und wie man das macht, warum diese Spannungen drin bleiben und warum sie die Materialeigenschaften so verändern. Das sind so Fragestellen, die uns eigentlich interessieren. Warum also Schach? Wie gesagt, also man kann das auf zwei Arten sehen. Entweder kann man sagen, ja, das also die statistische Physik eröffnet da vielleicht Möglichkeiten, mal was rauszufinden über das Spiel, was man vorher noch nicht so wusste. Umgekehrt, und so haben wir angefangen, kann man die Tools, die wir entwickelt haben, um komplexe Systeme zu verstehen, ja mal mit was testen, für das sie eigentlich gar nicht gemacht sind, um zu gucken, wo sind die Grenzen, wo sind vielleicht auch die Stärken und welche. Wir machen da jetzt auch noch ein bisschen weiter. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass das Schachspiel sich wunderbar eignet, um Studenten so ganz pädagogisch so Konzepte der statistischen Physik und des Samplings zu vermitteln. Und gerade unter Physikern und Mathematikern ist ja auch der eine oder andere Schachspieler dabei. Das heißt, man kann die Leute da auch immer ganz gut motivieren und es ist sehr anschaulich. Ne? Der wahre Grund ist ehrlich gesagt, dass wir einen Studenten hatten, der eigentlich was ganz anderes machen sollte und dann so ein bisschen gelangweilt war, weil das Projekt nicht so spannend war, wie es am Anfang aussah. Und den musste man irgendwie bei der Stange halten. Dann habe ich gesagt, mach mal was zu Schach. Und der hat eine Elo-Zahl, spielt also ganz gut. Und das hat funktioniert, ihn dann darüber auch zu motivieren. Okay, also auf die Gefahr hin, hier Eulen nach Athen zu tragen. Das Schachspiel kennen wir alle. Also wesentlich ist mir hier, dass es verschiedene Figuren gibt. Und die Figuren alle ihre entsprechenden Zugregeln haben. Und dann gibt es noch ein paar Extra-Regeln. Zu bestimmten Bedingungen sind da besondere Züge erlaubt oder eben auch nicht. Ein Punkt ist, auf den werde ich immer wieder zurückkommen, Sie haben die Bauern. Ja, die dürfen nur vorwärts gehen und nie rückwärts. Das unterscheidet sich von allen anderen Figuren und das wird eine Rolle spielen in unserer späteren Analyse. Also ansonsten, wer hier nicht Schach spielt, das ist, glaube ich, das Einzige, worauf ich wirklich aufbauen werde. Und ansonsten über die spieltheoretischen Aspekte, da reden wir dann noch gleich. Das ist jetzt hier. Kurzer Überblick, also was normalerweise Computerschach oder was unter Computerschach verstanden wird, geht in die 50er Jahre zurück. Interessanterweise also eigentlich schon wirklich in die Anfänge des Computing. Das fängt an mit einer Arbeit von dem berühmten Claude Shannon, der ein Paper geschrieben hat, in dem er die wesentlichen Grundzüge eines Schachprogramms schon dargelegt hat. Und im Wesentlichen geht es darum, dass man sagt, naja, ich habe halt die Konfiguration, ich muss jetzt von jeder Konfiguration gucken, was sind die möglichen Züge und dann muss ich das irgendwie bewerten. Da gab es dann später noch clevere Ideen, wie man diesen immer größer werdenden Baum an Bewertungen sinnvoll abschneiden kann. Minimax suchen und sowas. Aber das war im Grunde genommen der Anfang, auf dem dann alles aufbaut. Die ersten nennenswerten Schachprogramme kamen dann kurz danach. Also der hier, der konnte Matt in zwei Zügen lösen. Das ist ein Bild von der Bedienung des damaligen Mark I Computers. Das erste Schachprogramm, das ein volles Spiel durchhalten konnte, war 1958 geschrieben, hat aber gegen den Amateur verloren. Und Sie kennen die Geschichte, das hat Herr Klages auch heute Morgen noch erwähnt, also seit ungefähr 2000 ist die Situation eigentlich so, dass Schachprogramme besser spielen als die besten Menschen. Und in dem Sinne könnte man sagen, okay, das Spiel ist jetzt vielleicht gelöst oder praktisch gelöst für den Computer. Nur so als weiteren Meilenstein, das die Schach begeistert haben, das vielleicht auch auf ihrem Handy oder so. Also es gibt ja Schach-Engine-Programme als Apps heutzutage und die sind auch so stark, dass es also für jeden Amateur durchaus eine Herausforderung sein kann. Worauf ich hinaus will hier, ist, dass das so eine Entwicklungslinie ist, die wirklich immer noch auf dieses Paper zurückgeht. Und ohne das jetzt kleinreden zu wollen, könnte man sagen, ja, das ist im Wesentlichen eine Kombination aus Brute Force und Heuristik. Also es ist einerseits Brute Force, weil man versucht, möglichst viel von dem Suchbaum der verzweigenden Positionen mitzunehmen und irgendwie sinnvoll mitzunehmen. Und die Bewertung, da geht viel Heuristik ein. Ne? Gehen viele subtile Argumente ein über die Struktur der Stellung, die letzten Endes auch gewonnen worden sind aus Spielen, die Menschen gespielt haben. Und aus dem, was die Meister des Schachspiels sagen, was eine sinnvolle Position ist und eine weniger sinnvolle Position. Also von daher könnte man, so wie es in den Platoon gezeigt wird, fast sagen, also das ist jetzt noch nicht so diese künstliche Intelligenz, wie es im Rahmen von Go zum Beispiel diskutiert wird, wo man wirklich auch mit Machine Learning weitermacht. Und das hat sich bei Schach nicht so bewährt. Noch weiter zurückgehend ist es so, dass Schach für den Mathematiker
eigentlich langweilig sein sollte, ne? Abgesehen von dem Problem der großen Zahlen. Das geht auf das, was man Zermelos-Theorem nennt, zurück, 1913 veröffentlicht. Wir haben es mit einem Spiel zu tun, in dem es keine versteckte Information gibt und in dem kein Zufallselement drin ist, sind nur die zwei Spieler. So ein Zwei-Spieler-Spiel mit perfekter Information, das ist komplett gelöst. In dem Sinne, dass man, und so ist das Theorem eigentlich veröffentlicht worden, für jede Schachposition kann man mathematisch im Prinzip sagen, wie es weitergeht. Wenn jetzt beide Seiten optimal spielen könnten, kann man zu jeder Position sagen, das führt zu einem Gewinn von Weiß, Gewinn von Schwarz oder zu einem Unentschieden. Und da man das für jede Position tun kann, kann man es insbesondere für die Anfangsposition tun. Das heißt, im Grunde gibt es eine Aussage, bei optimaler Strategie führt jedes Schachspiel zu Gewinn von Weiß oder Unentschieden. An Gewinn von Schwarz glaubt eigentlich keiner. Ne? Die Vermutung ist, dass es unentschieden ist. Das wird oft so kolportiert, als es gibt eine Winning Strategy für Schach. Das ist aber eigentlich nicht, was der Inhalt des mathematischen Theorems ist. Spiele, die in diese Gelöst-Kategorie fallen, die kann man so als die einfacheren Spiele klassifizieren. Vier gewinnt, Damespiel seit 2007 komplett gelöst. Enormer Rechenaufwand übrigens. Und Schach und Go, die schwach gelöst sind, in dem Sinne, dass man weiß, dass die Argumente greifen, aber praktisch kann man es nicht durchziehen, weil man nicht alle Positionen rankommt. Und das ist der Knackpunkt, nicht? Also solche expliziten Lösungen geschehen in der Regel, indem man einfach eine Liste macht von allem, was passieren kann. Und die Liste ist bei Schach zu groß. Es ist ganz interessant zu sehen, wie weit man kommt. Also man kann seit einigen Jahren alle Schachpositionen mit bis zu 7 Steinen komplett bewerten. Also für jede Position, auf der maximal 7 Steine noch auf dem Brett sind, kann man sagen, das führt bei optimaler Strategie zu folgendem Ergebnis. Das wurde also auf einem damaligen Supercomputer gerechnet. Ich habe versucht herauszufinden, wie lange das gedauert hat und wie viele CPU-Stunden die da reingesteckt haben. Aber das Originalpaper in Russisch, das findet man online nicht. Aber die Datenbank gibt es online. Man weiß auch ein bisschen was über den Computer, auf dem wir das gerechnet haben. Und nur so, weil das hier vielleicht auch den einen oder anderen interessiert, dieses Handling großer Datenmengen, also die Datenmenge, die sie hier generieren, das sind so in den Hunderten von Petabyte. Und die haben das also 2009 irgendwie schaffen müssen mit ganz schlauen Kompressionsalgorithmen, um das wenigstens so in den 100 Terabyte-Bereich runterzubringen. Das wird alles irgendwie kein großes Thema mehr sein. Aber in dem Sinne, mit 8 Steinen wird es dann schon relativ schwierig. Ne? Und wir haben ein paar mehr in der Anfangsposition. Ne? Also, nochmal zurück und sauber definieren. Wo liegt das Problem? Also, ich habe das so intuitiv schon immer verwendet, aber möchte es nochmal sauber aufdröseln. Also als Konfiguration bezeichnet man eigentlich das Schachbrett und eine Stellung von Figuren drauf. Und dann gibt es noch ein paar Bits als Extrainformation, wer ist dran, darf man nochmal rochieren oder nicht mehr. Und das ist eine Konfiguration. Das ist sozusagen die Zahl solcher Konfigurationen, die wollen wir rausfinden. Und dann gibt es diesen Baum, also man hat eine Startposition und dann kann man irgendwie entweder so oder so anfangen und je nachdem kann Schwarz dann den entsprechenden Zug machen und das verzweigt sich immer so weiter. Und der Baum, der dann entsteht, der hat also lauter Positionen als Knoten und die Ecken sind alle legalen Züge und eine andere Zahl, die uns interessiert, ist die Zahl dieser Ecken. Das sind also die Zahl der Konfigurationen, die Zahl der Ecken, das sind die typischen Größen, die genannt werden, wenn man von der Spielkomplexität spricht. Bei Tic-Tac-Toe gibt es ungefähr 1000 mögliche Konfigurationen, können Sie schnell nachrechnen, 3x3 Gitter mit Kreuzen, Kringeln oder leer und Züge gibt es so in den Zehntausenden. Bei Dame weiß man diese Zahl exakt, 10 hoch 20, also man kann die 21-stellige Zahl exakt angeben seit 2007. Die hier wird geschätzt, die Zahl des, die Größe des Baums, 10 hoch 42. Bei Go ist es auch so, die Zahl aller möglichen Konfigurationen ist einfach. Sie haben ein 19 mal 19 Brett, da kann ein schwarzer, ein weißer oder kein Stein drauf liegen. Ja, also 3 hoch 19 mal 19, das können Sie ausrechnen. Jetzt gibt es ein paar Regeln, dass nicht jede Go-Konfiguration auch legal ist. Da gibt es ein paar Regeln im Go. Und die Frage, wie viele legale Konfigurationen gibt es, also nach den Spielregeln erlaubte, das sind weniger als diese 3 hoch 361. Und die Zahl kennt man seit letztem Jahr. 10 hoch 170, also wenn wir mitschreiben wollen, das ist die 171-stellige Dezimaldarstellung. Auch ein enormer Rechenaufwand, das aufzudröseln. Ne? Aber exakt bekannt, darauf will ich hinaus. Hier wird es ein bisschen schwieriger, da gibt man typischerweise dann 10 hoch 360 an für die Zahl der möglichen Verzweigungen in dem Baum.
Und Sie sehen auch, ich habe hier so die Vergleichszahlen, die einem da einfallen, aufgeschrieben. Also man schätzt so, dass die Zahl der Atome im Universum irgendwo bei 10 hoch 80 liegt. Können Sie jetzt noch an der 10er Potenz 5 rauf oder runter geben, das spielt jetzt hier keine Rolle. Sagen wir mal so. Zahl der Atome in der Erde ist ungefähr 10 hoch 49. Und Sie sehen, beim Schach habe ich hier zwei Fragezeichen hingeschrieben. Es gibt zwar sehr bekannte Abschätzungen, aber ich will die ein bisschen hinterfragen. Und das finde ich auch ganz interessant. Das war, sagte, bei Go ist diese Zahl nochmal enorm viel größer, aber man kennt sie exakt. Und bei Schach ist es bislang nicht möglich gewesen, diese Fragezeichen durch eine exakt bekannte Zahl zu ersetzen. Und es liegt nicht daran, dass die Mathematiker es nicht versucht hätten. Und warum ist das schwierig? Weil eben die Regeln, die die Figuren haben für ihre Züge, da was Kompliziertes machen. Weshalb es sehr schwierig ist, eine Konfiguration, die irgendwie ist, von einer legalen zu unterscheiden. Nicht? Also wir unterscheiden alles, was realisierbar ist. Ich nehme bis zu 32 Steine der entsprechenden Sorte, stelle die irgendwie hin. Das muss nicht legal erlaubt sein nach den Regeln und es muss auch nicht eine Konfiguration sein, die vom Anfang mit legalen Zugfolgen erreichbar ist. Das ist also ein Subset aller realisierbaren Konfigurationen. Die realisierbare, die kann man ja vielleicht auch irgendwie mit Kombinatorik abschätzen. Auch das ist schwierig, aber das mag irgendwie gehen. Ne? Die erreichbaren legalen schon viel schwieriger. Die tatsächlich im Schachspiel vorkommen, noch viel weniger. Also hier sind so ein paar Beispiele, für die Schach spielen nicht. Das ist offensichtlich legal, es ist nichts verboten, aber man kommt nicht hin. Das ist verboten, weil die Könige nicht beide im Schach sein dürfen. Das ist erlaubt, auch erreichbar, aber wer das kennt, das ist das sogenannte Fool's Mate, das da in einem Zug droht, also wird in der Regel nicht gespielt, ab einem gewissen Niveau. Und diese Unterscheidung, die macht es ein bisschen schwierig. Ne? Jetzt also gucken wir doch mal kurz auf die Zahlen. Auch Shannon wieder, interessanterweise, der sich für sein Paper, wie man einem Computer Schachspiel beibringen könnte, überlegt hat, wie groß sind die Zahlen. Und der kommt so auf 10 hoch 42. Und wenn man sich anschaut, das ist reine Kombinatorik. Der sagt, okay, ich habe zwei weiße Türme, die kann ich auf so und so viele Weisen platzieren. Dann habe ich zwei weiße Läufer, die kann ich so platzieren, zwei weiße und so weiter. Und dann kommt er auf diese Zahl 10 hoch 42, einfach über die Verkettung von Binomialkoeffizienten. Da sind viele Illegale dabei. Da ist auch völlig ignoriert, dass ein Bauer, wenn er die andere Seite erreicht, umgewandelt werden kann in ein anderes Figur. Da ist auch nicht berücksichtigt, dass Figuren geschlagen werden können. Also es gibt auch Konfigurationen mit weniger als 32 Steinen gibt. Also das ist nur eine ganz ungefähre Abschätzung. Und so in Grau, das ist, was die neuere mathematische Forschung hervorgibt. Also interessanterweise gibt es eine strikte Abschätzung für alle legalen Konfigurationen, die aber auch keine Bauernumwandlungen enthält. Wenn man das versucht mitzunehmen, steigt die Zahl erstaunlich stark nochmal an. Also Quintessenz ist, wir wissen es nicht. Ne? Irgendwo zwischen 10 hoch 40 und 10 hoch 50. Genauso wenig wissen wir, wie viele Verbindungen es in dem Baum gibt. Auf Shannon geht die Abschätzung zurück. Sie haben, sagt er, so aus der hohlen Hand. Wollte ich nicht unterbrechen. Nur eine Frage, die vielleicht ganz gut da reinpasst. Gerne. Dankeschön, wollte nicht unterbrechen, aber eine Frage, die vielleicht ganz gut reinpasst. Kann man denn abschätzen, wie lange ein Schachspiel maximal sein kann? Also vielleicht vergesse ich es, da müssen wir hinterher nochmal fragen, aber okay. Ich versuche darauf zu kommen. Es gibt ja auch Regeln, die sich im Laufe der Zeit geändert haben. Also zum Beispiel gab es diese berühmte 50-Züge-Regel, die dann irgendwie nochmal modifiziert wurde. Kommt am Schluss noch mal drauf. Also Shannon hat gesagt, das typische Schachspiel dauert 40 Züge. Das sind 80 Halbzüge. Ne? Daher kommt das hoch 80 und dann sagt er, in jedem Zug gibt es wie viele Zugmöglichkeiten? Pi mal Daumen 35, sagt er. Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Ne? Und wenn man 35 hoch 80 nimmt, kriegt man 10 hoch 120. Das ist die Zahl, die man überall lesen kann. Erste, was wir gemacht haben, ist, stimmt das denn? Und wenn man den Graphen, den muss ich jetzt im Detail ein bisschen erklären. Also wenn man Folgendes macht, man fängt an bei Halbzug, Plei, also das ist die Startkonfiguration, das ist der erste Zug für Weiß, dann zieht Schwarz, Weiß, Schwarz und so weiter. Bis 6 Zügen kriegt man das alles noch exakt in den Griff. Und was wir hier sehen, ist die in Rot gestrichelt, das ist die exakte Zahl der erreichbaren Schachkonfigurationen nach so vielen Zügen. Das ist eine logarithmische Skala hier, also nach 12 Zügen haben Sie 10 hoch 19 Schachpositionen erreichbar. Das kennt man exakt.
Und die Zahl der Verzweigungsmöglichkeiten, die es gibt, das sind die roten Symbole hier, Achse da drüben, die ist tatsächlich dann am Schluss irgendwo zwischen 30 und 35. Ja, also da hat Shannon gar nicht so schlecht geraten. Am Anfang sind es offensichtlich ein paar weniger. Also am Anfang hat man theoretisch 20, weil man ja irgendwie mit jedem Bauern vorgehen könnte, ein Schritt oder zwei Schritte. Also das, auch wenn man es nicht macht, ne, aber das ist sozusagen die exakte Branching-Zahl. Und ja, da kann man also irgendwie verstehen, dass man sagt, ja, also die 35 da, die stimmt schon ungefähr, und ob die 80 stimmt, naja, wer weiß. Und die 10 hoch 42, das kann man sich auch irgendwie vorstellen, also dieses Wachstum hier, das muss natürlich irgendwann ableveln, aber wir sind hier auch erst bei 12 Halbzügen und haben schon 10 hoch 19 Positionen erreicht. Wenn man dann guckt, was spielen denn vernünftige Schachspieler, ja, dann sagt man, das ist ja heute alles tabelliert, kriegt ja Datenbanken online, in denen Schachspiele im Wesentlichen des letzten Jahrhunderts ab einem gewissen Niveau alle drin sind. Und dann haben wir die einfach mal durchforstet, die Datenbank, und dann sagt man, die Zahl der unterschiedlichen Konfigurationen, die man nach so und so vielen Halbzügen in der Datenbank findet, die wächst viel weniger stark als die Zahl der erreichbaren, vielleicht nicht überraschend, die liegt so am Schluss dann bei einer Million. Ne? Und die Zahl der Verzweigungen, also wenn Sie einfach fragen, von jeder Konfiguration geht es jetzt irgendwie weiter, und wenn Sie das einfach mitteln, im Mittel, wie viele neue Konfigurationen generieren Sie aus einer vorher, dann ist diese Zahl erstaunlich klein. Die fällt auf eine Zahl hier unten, die liegt nur zwischen 1 und 2. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so an diesen Spruch, der verschiedenen Leuten zugeschrieben wird. Ich habe ihm jetzt mal Lasker zugeschrieben. Also wie viele Züge denken Sie eigentlich voraus, wird der gute Schachspieler gefragt. Und er sagt, einen, aber einen guten. Ne? Und Capablanca soll gesagt haben, gar keinen. Das können Sie jetzt noch, also das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber das ist ja mal eine interessante Beobachtung. Also diese Zahlen, die hier durch den Raum geistern, die sind zwar richtig mathematisch, aber die haben mit dem realen Schachspiel nicht viel zu tun. Ne? Weil, so, und das ist möglicherweise beim Go anders. So, also hier so meine Skizze eines Baums mit 10 hoch 42 Knoten. Ein paar habe ich rausgelassen. Und das fängt also irgendwo bei der Anfangskonfiguration an, verzweigt sich dann, und dann gibt es irgendwie so Konfigurationen. Also für diejenigen, die sich wirklich mit dem Schach auskennen, die können die vielleicht erkennen. Das sind alles Positionen aus der letzten Weltmeisterschaft, alle nach 20 Zügen. Dann im letzten Tiebreak gab es ein ganz interessantes Damenopfer, das zum Ende der Partie geführt hat. Das haben wir hier, und dann gibt es so ein paar typische Mattpositionen. Also Sie haben am Anfang die Wurzel des Baums. Sie haben irgendwo ein paar Positionen, von denen es nicht mehr weitergeht, weil einfach Remis oder Matt ist. Und dann gibt es die Positionen, die, würde ich sagen, die interessanteren sind, irgendwo in der Mitte des Spiels. Also die versuchen wir mal rauszugreifen. Und wir versuchen folgende Frage zu beantworten. Komme ich denn von einer Konfiguration zur anderen mit einer legalen Zugfolge? Und wenn ja, wie lang ist diese Zugfolge? Ja, also so vorgestellt, das gibt hier so einen Zickzackpfad durch lauter Knoten, die ich hier gar nicht aufgemalt habe. Und das ist eine Zahl von Zügen, die nenne ich L, und die möchte ich wissen. Und dann mache ich das mit einem anderen Paar, das ich zufällig rausgreife. Und dann kriege ich einen anderen Pfad, eine andere Länge und so weiter. Und die Idee ist nun folgende, und ich erkläre gleich, warum das so ungefähr funktionieren könnte. Können wir über die Größe dieses Baumes, über die Zahl der Knoten, die es da gibt, was lernen, wenn wir diese Fragen beantworten können? Wenn wir zufällig Paare rausgreifen, die Längen tabulieren, also für die Altmodischen, wer früher noch so im Auto den Shell-Atlas hatte, da war hinten immer eine Entfernungstabelle drin. Ne? Konnten Sie gucken zwischen zwei zufällig rausgegriffenen Städten, wie lang ist die kürzeste Entfernung. Und wenn, irgendwie anschaulich, wenn Sie diese Tabelle haben, dann wissen Sie doch was über die Größe des Landes, oder? Weil in Amerika wird diese Entfernungstabelle anders aussehen als in der Schweiz. Und vielleicht können wir diesen Trick nutzen, um über die Größe des Schachkonfigurationsraums was zu lernen. Also weil ich das Beispiel schon hatte, machen wir es mal mit Zügen. Frage, das hier ist das Schweizer Eisenbahnnetz. Wenn Sie jetzt nur auf den Fahrplan gucken, und in dem Sinne, Sie gucken nur, wo sind die Umsteigeknoten und wo fahren die Züge da zwischendrin hin und her und wie lange brauchen die so im Schnitt. Wenn Sie eine zufällige Zugfahrt anschauen, können Sie was über die Größe des Landes sagen. Und wenn Sie es dann, sagen wir mal, für Deutschland machen, ICE-Netz, können Sie was über die Größe von Deutschland sagen. Und kriegen Sie raus, dass in diesem Graphen, der hier aufgemalt ist, versteckt ist, dass Deutschland größer ist als die Schweiz, in dem der Graph ja irgendwie komplizierter ist, anders verzweigt ist, aber vielleicht hat das ja was miteinander zu tun. Ich dachte, ich kann das Beispiel auch in der S-Bahn in München machen. Vorweggenommen, da funktioniert es nicht. Und ich lasse das mal als Frage stehen, dann können wir ja dann hinterher darüber diskutieren, warum das nicht funktioniert. Bei der Schweiz funktioniert es ganz gut. Und wie machen wir das? Da gibt es eine Theorie, das geht in die Graphentheorie zurück, die sogenannten Zufallsgraphen, gehen auf einen ungarischen Mathematiker Erdős zurück, der ja
auch Bekanntheit hat. Und da macht man Folgendes, man nimmt Knoten, das wären jetzt bei uns die Schachkonfigurationen, und jetzt konstruiert man Verbindungen, das wären dann bei uns Existenz einer legalen Zugfolge von A nach B oder eines legalen Zuges. Und in diesem Modell konstruiert man aber die Verbindungen einfach zufällig. Man sagt, ich greife zwei Knoten raus und da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit und mit der Wahrscheinlichkeit mache ich da eine Verbindung oder halt nicht. Und so entsteht ein zufälliger Graph und da gibt es eine ganz interessante Aussage darüber. Auch wenn diese Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine Verbindung zu ziehen, enorm klein ist, wenn Sie nur genügend Knoten haben, passiert etwas Erstaunliches, dann entsteht eine Verbindung, die im Wesentlichen durch den ganzen Graphen durchgeht. Ja, also es entsteht eine sogenannte Giant Component, allein rein zufällig, auf der die meisten Knoten liegen. Also der Physiker würde sagen, extensiv viele, das heißt, wenn ich die Größe des Graphen verdopple, dann liegen auch doppelt so viele Knoten auf dieser Connected Component. Und der Rest, das wären dann sozusagen anteilmäßig immer weniger. Und noch überraschender ist, kann man was sagen über die typische Länge dieser verbundenen Komponente. Und das ist die zentrale Aussage. Wenn Sie n Knoten in dem Graphen haben, dann gibt es eine typische Verzweigungszahl, wie viele Verzweigungen da von einem Knoten typischerweise weggehen. Das hat was mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, mit der Sie Verbindungen ziehen. Die Verzweigungszahl nenne ich Z. Und man weiß, dass die Länge hier der Logarithmus der Zahl der Knoten insgesamt ist, geteilt durch den Logarithmus dieser Branching-Zahl. Der entscheidende Punkt ist also, der witzige Punkt ist, ich kann die Länge bestimmen und aus der Zahl der Knoten vorhersagen. Und ich kann es auch umdrehen. Ich kann sagen, also entweder weiß ich, wie groß der Graph ist, dann kann ich die Länge abschätzen, oder ich kann die Länge abschätzen und dann weiß ich, wie groß der Graph ist. Und das ist das Letztere, was wir für das Schachproblem probieren werden. Jetzt gucken wir erstmal, noch ein Beispiel, also die Zufallsgraphen, die wurden dann diskutiert, ob die Annahmen, die man da macht, wirklich realistisch sind, um was in der Welt existiert, ist abzubilden. Es gibt ein sehr berühmtes Nature Paper von Strogatz und Watts, die das Konzept der sogenannten Small World Networks eingeführt haben. Die haben gesagt, es gibt jetzt, wenn man zum Beispiel soziale Wechselwirkungen über Facebook oder so abbildet, wer mit wem in Kontakt steht, dann sind das nicht rein zufällige Graphen, sondern da gibt es Clustering-Effekte. Da gibt es Leute, die mit sehr vielen anderen verbunden sind und andere hängen da eher so als Enden dran. Aber unter gewissen Umständen gilt diese Aussage, dass die Zahl, also die Länge, wie man von einem zum anderen Knoten kommt, logarithmisch zur Zahl aller Knoten ist. Die gilt unter gewissen Aussagen immer noch. Und das, was hier vielleicht jeder auch mal gehört hat, ist ein berühmtes Experiment, das sogenannte Six Degrees of Separation Experiment in den 60ern von Milgram durchgeführt, auf den dieser Spruch zurückgeht, jeder von uns kennt irgendwie jeden anderen über maximal 6 Ecken. Ja. So, gucken wir mal, ob das stimmt. Also jetzt habe ich mal angenommen, wir haben so 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde und sagen wir mal, Leute, die einigermaßen gut verknüpft sind, kennen im Schnitt, so ganz grob geschätzt, 30 andere Leute. Ja, es gibt welche, die kennen deutlich mehr, andere kennen nicht so viele. Spielt auch keine Rolle, weil das nur als Logarithmus eingeht. Wenn wir das jetzt einfach mal ausrechnen, Logarithmus dieser Zahl geteilt durch Logarithmus dieser Zahl, das kann man fast im Kopf mit ein bisschen Übung, dann kommt tatsächlich raus, ungefähr 6 Ecken brauchen Sie. Also die typische Länge, um von mir zu irgendjemandem hier zu kommen, ist maximal 6. Oder also die typische Länge ist 6 und bei manchen ist es ein bisschen weniger. Das funktioniert tatsächlich auch für die Eisenbahn und ich muss sagen, es ist überraschend, ja, also für die Schweiz funktioniert es prima, ich habe da mal also einfach reingeguckt und gesagt, wie viele Umsteigeknoten gibt es, wie viele Umsteigeverbindungen gibt es typischerweise pro Knoten und dann weiß ich, wie schnell die Züge im Schnitt fahren und so weiter und dann kann man eine Fläche ausrechnen, kommt man auf 40.000 Quadratkilometer, guckt mal bei Wikipedia nach, Größe der Schweiz, 41.000 irgendwas, passt ganz gut. Ja. Ich habe es in Zürich probiert, komme ich auf etwas über 1000 Quadratkilometer, ja, das stimmt jetzt nicht mehr ganz so genau, würde ich auch eine Erklärung geben, wie gesagt, können wir alles hinterher diskutieren und ich erkläre Ihnen nachher auch gerne, warum es in Deutschland nicht funktioniert. Das hat, wenn Sie so wollen, politische Gründe. So sieht es fürs Schach aus. Jetzt vielleicht noch ganz kurz erzählt, ich argumentiere hier mit zufälligen Graphen. Der Schachsuchbaum ist doch gar nicht zufällig. Aber er sieht zufällig aus, und das ist der Knackpunkt, wenn ich zufällig irgendwie Knoten rausgreife und jetzt einfach sage, okay, ich habe aus diesen 10 hoch 42 wähle ich zufällig welche aus
und frage, gibt es da legale Verbindungen dazwischen, dann ist die Existenz einer legalen Zugfolge oder die Nichtexistenz ist im Wesentlichen was Zufälliges, weil ich zufällig vorher Positionen rausgefiltert habe. Das ist ein Argument, das eigentlich die meisten statistischen Physiker kaufen müssten, weil auch die atomare Welt, jetzt abgesehen von quantenmechanischen Effekten, deterministisch ist, wir trotzdem aber statistische Methoden anwenden, um was drüber zu lernen. Und das ist dasselbe Argument hier. Und also wenn man jetzt mal so hier, um es noch zeichnen zu können, etwas unter 1500 Konfigurationen rausgreift und dann irgendwie zufällig immer guckt, was ist miteinander verbunden, dann entsteht also ein Graph und Sie sehen, naja, der hat auch so eine größere Komponente und wir können mal versuchen, was über die Länge der Pfade hier zu lernen. Also das ist die Idee. Wir greifen Paare A, B zufällig raus, suchen Verbindungen von A nach B, gucken nach der Länge, machen eine lange Tabelle, ein Histogramm und setzen dann in unsere Formel ein mit dem Logarithmus und gucken, ob wir was über die Zahl aller Konfigurationen gelernt haben. Und das ist eine ganz nette Übung, dann gucken wir hinterher und drehen alle unsere Unsicherheitsfaktoren so hin, dass wir irgendwo bei 10 hoch Paaren 40 landen, dann sind wir zufrieden. Und das Interessante ist jetzt aber, wir können die Paare, die wir wählen, ja irgendwie vorkonditionieren. Wir können ja sagen, was ist denn, wenn die Paare wirklich zufällig generiert wurden, also zwar erreichbar sind, aber einfach von einem blind und blöde spielenden Computer erzeugt wurden. Oder wir nehmen Paare, die aus Weltmeisterschaftspartien sind und fragen, liegen die irgendwie näher beieinander oder was ist da? Ne? Und darauf will ich dann am Schluss eingehen. Also zunächst mal nur, so sieht das aus, wenn der Computer ohne irgendeine künstliche Intelligenz Schach spielt. Links ohne zu schlagen, rechts mitzuschlagen, das sieht völlig wüst aus und überhaupt nicht wie ein Schachspiel. Ne? Aber wir können das, also insbesondere das hier, das wird dann lustigerweise immer die Position König-König, weil er alles wegschlägt. Und also das ist sozusagen, so kommt man nicht weit. Ne? Insbesondere wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich von einer Konfiguration gezielt zu einer anderen und ich versuche das so, vergessen wir es, ne? Also das kann nicht funktionieren. Das heißt, das ist nicht gut. Also der allererste Computer 1958, der Schach spielte, der hätte da gesagt, please check your last move. Das war nicht so schlau. Das ist aus dem Film, den es dazu gibt. Der hat das so noch schön auf Endlospapier gedruckt. Also das Problem, ganz klar, nach jedem Zug haben wir 30 Möglichkeiten, wenn wir nur 10 Züge machen wollen. Also wenn wir Konfigurationen haben, die geschätzt 10 Schritte voneinander entfernt sind, alle Möglichkeiten durchzuprobieren sind schon 10 hoch 15, dauert viel zu lang. Also wir brauchen eine Methode, die schon irgendwie zufällig ausprobiert, weil wir ja a priori nicht wissen, was die besten Züge sein werden. Aber wir wollen die Methode schon irgendwie so leicht kitzeln, dass sie immer in die richtige Richtung geht. Wir wissen zwar noch nicht genau, was die richtige Richtung ist, aber da soll sie bitte hingehen. Und auch das ist ein Problem, das man aus der statistischen Physik kennt. Und das will ich ganz kurz aufzeichnen in ein paar Folien. Das nennt sich Monte-Carlo-Simulation with Importance Sampling, also mit einem, wo man nicht einfach blind alle Konfigurationen gleichberechtigt probiert, sondern ein paar von den Konfigurationen, die man ausprobiert, höher gewichtet, so dass am Schluss die ganze Simulation tatsächlich dahin kommt, wo man sie am Schluss haben wollte. Und die spannende Sache ist, dass man, wie gesagt, dass man dieses, wie man, welche man höher gewichten muss, am Anfang noch nicht weiß. Das muss also so sich selber rauskriegen. Beispiele, wo das auftaucht, zum Beispiel Proteinfaltung. Kennt jeder als Problem, das Protein liegt in Lösung in einem ausgestreckten, ungefalteten Zustand vor. Die biologische Funktion entfaltet es typischerweise in einem Zustand, in dem es eine ganz bestimmte Konfiguration hat, dem gefalteten Zustand. Und dann gibt es noch so intermediäre Zustände. Das hier ist ein einfaches synthetisches Protein, das man so halbwegs noch in den Griff bekommt. Und das ist also die Frage, wie kommt man von der ungefalteten zur gefalteten Konfiguration? Das ist wenn man einfach alle Fluktuationen durchprobiert, ist das ein seltenes Ereignis. Und die Frage ist, wie kann ich so ein seltenes Ereignis, das in der Natur passiert, weil die Natur einfach doch ein bisschen schneller ist im Ausprobieren aller Fluktuationen als der Computer oder als der theoretische Physiker. Also wie kriege ich das im Computer nachgebildet? Kristallisation ist auch so ein Beispiel. Wenn Sie eine Flüssigkeit haben, die unterkühlen, dann entsteht Kristallisation an einem Keim. Der Keim entsteht durch eine spontane Fluktuation und wächst dann und dann haben Sie ein Kristallgitter. Aber welche Fluktuation Sie brauchen, um diesen Kristallkeim zu bilden und wachsen zu lassen, das weiß man zwar ungefähr, ist aber eine sehr seltene Konfiguration. Also da muss schon viel zusammenkommen, damit das kommt. Und wenn ich jetzt einfach im Computer das simuliere, dann sind die Systeme zu klein, dann ist die Laufzeit, die ich am Computer zur Verfügung habe, zu klein, um das durch by chance erreichen zu können. Die Natur schafft es, weil sie einfach mehr zur Verfügung hat. Ne? Und der Witz ist jetzt, die Methoden, mit denen unsere Gruppen, also
die und meine Co-Autoren so täglich arbeiten, die beschäftigen sich mit diesen Fragen. Aber die sind eigentlich allgemein gehalten. Also was jetzt da die Dynamik des Systems ist, welche Bewegungsgleichungen es gibt, das geht da so nur als Blackbox ein. Und dann funktioniert es aber eigentlich auch mit jeder Art von Bewegungsgleichung. Also wenn Sie mir irgendwelche Regeln geben, nach denen irgendwelche Steine oder irgendwas durch die Gegend ziehen, dann kann man das darauf anwenden. Also für jeden eine seltene Fluktuation funktioniert das. Also nicht, das wäre eine seltene Fluktuation, wir kennen all die Physiker sofort, also aus einem Haufen ungeordneter Legosteine wird nicht spontan ein Schachspiel. Es sei denn, Sie haben Kinder, die sich für beides interessieren, dann schon. Also jedes seltene Event könnte man simulieren. Das ist eine starke Aussage, wie funktioniert das? Die Idee dahinter ist folgende. Also wir haben irgendein System in einem hochdimensionalen Raum von Parametern und wir wissen eigentlich nur, es gibt irgendwie einen Zustand A, einen Anfangszustand, und es gibt einen Zustand B, einen Endzustand, und uns interessiert, wie kommt das System von A nach B. Und die Vorstellung ist, das geht irgendwie über diese gestrichelten Wege, also das bewegt sich irgendwie ziemlich zufällig darüber, und je nachdem, wie die genauen Anfangsbedingungen sind, gibt es andere Pfade, viel zu viele, um die alle einzuzeichnen, und wir möchten wissen, wir möchten trotzdem wissen, was sind diese Pfade und was passiert typischerweise entlang solcher Pfaden. Und der Standardzugang ist, dass man zunächst mal diesen hochdimensionalen Parameterraum abbildet auf was Eindimensionales, damit kann man irgendwie noch umgehen. Man sagt also, ich definiere den Zustand A als das, wo ein gewisser Parameter, die sogenannte Reaktionskoordinate für Chemiker, wo die unterhalb eines gewissen Schwellwerts liegt, also was weiß ich, es gibt noch keinen kristallinen Nukleus, die Größe ist noch 0, und irgendwann gibt es einen Zustand, wo das oberhalb eines Schwellenwerts liegt, mit Lambda n, dann sage ich, jetzt bin ich im Zielzustand. Und man zerteilt jetzt den hochdimensionalen Zustandsraum gedanklich in verschiedene Segmente, entlang derer diese Reaktionskoordinate, die man irgendwie sich ausdenken muss, da komme ich noch drauf, immer unterhalb gewisser Schwellwerte liegt. Also wenn Sie sagen, wann ist denn diese Reaktionskoordinate, wann hat die den folgenden Wert, 5 oder 10 oder irgendwas, also normalerweise macht man es zwischen 0 und 1, dann gibt es gedanklich solche Cuts durch den hochdimensionalen Raum, und ich kann immer fragen, wann hat das System denn noch nicht den Endzustand erreicht, aber wenigstens schon mal den ersten Schritt gemacht. Und wenn es den ersten Schritt gemacht hat, kann ich von da weiterrechnen, kann fragen, wann hat es den zweiten Schritt gemacht und so weiter. Und der Witz ist jetzt, dass man nicht immer einen einzelnen Pfad folgen muss und einfach abwarten muss, bis der zufällig mal die Leiter hochklettert von A nach B, sondern man kann jetzt sagen, wenn ich mal einen Pfad habe, der die erste Stufe der Leiter erklommen hat, dann halte ich den mal fest und von da aus starte ich viele weitere neue Simulationen, die natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch die zweite Stufe zu erklimmen. Ja, ein paar fallen wieder runter von der ersten Leiterstufe, aber immer eine Stufe weiter zu gehen, ist natürlich viel häufiger, als darauf zu warten, dass man zufällig die gesamte Leiter hochklettert. Also das ist die Essenz der Methode, die im Wesentlichen auch von meinen Co-Autoren entwickelt wurde und die wir eingesetzt haben, um was über das Schachspiel zu lernen. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das hat einen Namen, Stochastic Process Ray Event Sampling. Da verfolgt man also das System in der Zeit, wie es entlang dieser Reaktionskoordinate so langsam Schritt für Schritt die Leiter hochklimmt. Also ein Pfad, der erfolgreiche Pfad, den man dann haben will, der müsste immer sozusagen so rübergehen. Machen nicht alle, manche bleiben da irgendwie nahe am Anfangszustand. Von denen nimmt man auch noch ein paar mit, weil die ja eventuell nachher noch rübergehen könnten, aber der entscheidende Punkt bei der Methode ist, dass man nach relativ kurzer Zeit die aufsammelt, die schon eine Stufe weiter sind und von denen mehrere neue startet. Und dann kriegt man welche, die hier weitergekommen sind und so weiter. Falls irgendwie jemand sich denken sollte, ich habe da so ein ähnliches Problem, das hat jetzt nichts mit Schach zu tun, aber irgendwie ein System, das sich zwar zufällig bewegt, aber von dem mich interessiert, wie bestimmte seltenen Ereignisse stattfinden. Das Schöne daran ist, wie gesagt, diese Methoden sind sehr allgemein geschrieben. Also sobald Sie irgendeine Blackbox-Software haben, die Ihnen die zeitliche Entwicklung eines Systems berechnet, das könnte jetzt eine Molekulardynamik-Simulation sein, in unserem Fall ist es halt Stockfish oder irgendein Schachprogramm. Sobald Sie so eine Blackbox haben, können Sie dieses Rare-Event-Sampling oben drüber stülpen. Da gibt es einen Software-Code, den kann man unter Open-Source-Lizenz herunterladen, der ist also auch hier ausführlich beschrieben. Der kümmert sich eigentlich um diese ganzen Details. Also
die Computational Details sind. Man hat im Prinzip einen Server, der, wenn ich noch mal kurz zurückgehen darf, also was Sie machen müssen, Sie müssen immer kurze Zeitsegmente berechnen. Also Sie brauchen hier Ihre Blackbox, die Ihnen solche Trajektorien generiert. Und dann brauchen Sie oben drüber diese Struktur, die sagt, ich nehme jetzt diese Trajektorien und hiervon starte ich 3 neue und von dem anderen nicht und so weiter. Das wird also durch eine vorgefertigte Serversoftware gemacht, die dann trivial parallelisieren kann, weil Sie einfach ganz viele Pfade laufen lassen müssen. Von daher ist auch der Aufwand, den Sie an Computerressourcen betreiben müssen, für das, was wir jetzt hier gemacht haben, gar nicht so hoch. Also was wir für das Schachproblem verbraten haben, das sind vielleicht CPU-Monate oder ein CPU-Jahr, aber es ist nichts Dramatisches. Da springe ich jetzt drüber. Ich zeige Ihnen einfach jetzt mal das Ergebnis. Also wie gesagt, wir haben so dieses Bild, die letzte Seite im Shell Atlas, da war es für die, die es noch kennen, in Erinnerung, eine Tabelle mit all den Entfernungen. Naja, hier ist die Tabelle mit den Entfernungen. Das ist die Entfernung in Halbzügen und ich zeige Ihnen das Histogramm, wie oft wir solche Entfernungen gefunden haben, zwischen zufällig herausgegriffenen Paaren. Und jetzt gucken wir erstmal auf die auf das blaue Histogramm. Naja, das ist halt irgendwie eine Verteilung, da gibt es einen Peak bei 20 Halbzügen und es gibt so einen kleineren Peak irgendwo zwischen 40 und 50. Ja, das ist jetzt nur, falls Sie es nochmal schnell irgendwie nachgehen wollen, das sind so die tatsächlichen Beispiele für tatsächliche Konfigurationen, die wir da durchgenudelt haben. Bei der hier kann man mit etwas Übung das noch ganz einfach sehen. Und naja, also die erste Idee war, das sollte ungefähr rauskommen und jetzt sollte man hier eine typische Entfernung nehmen und gucken, ob E hoch diese typische Entfernung was zu tun hat mit der Größe C hoch 42, die Shadowball behauptet hat. Was Interessantes sieht man aber jetzt schon, wenn wir unsere Paare, die wir herausgreifen, nicht einfach blind vom Computer generieren lassen, sondern wenn wir die aus der Datenbank tatsächlich gespielter Großmeisterspiele nehmen, dann kommt ein anderes Histogramm raus, das ist das rot gestrichelte. Und das hat einen niedrigeren Mittelwert. Ne? Also das ist verschoben nach links und es hat auch hier oben viel weniger Gewicht. Das wird für die Interpretation, die ich Ihnen dann gleich liefere, ein entscheidender Punkt sein. Also die Pfadlängenverteilung für zufällig generierte Schachpositionen, alles Erreichbare, aber zufällig generiert, da sind auch welche dabei, die würden sofort eine Seite gewinnen lassen, weil sie so selten dämlich sind. Ja? Also, das spielt hier keine Rolle. Da sind 2 typische Längen drin versteckt, eine kleinere und eine größere. Und wenn Sie sich beschränken auf Spiele, die Sinn machen, und ich behaupte, das ist, was so da in den Datenbanken so sich so langsam rausfiltert, die Spiele, die wirklich Sinn machen, da sind die Paare irgendwie intrinsisch alle näher beieinander und diese größeren Entfernungen, die gibt es kaum. Das lasse ich raus. Und jetzt kann man das noch weiter treiben, kann sagen, wir nehmen nicht nur beliebige Paare aus Großmeisterspielen, sondern wir beschränken die Paare noch weiter und verlangen, dass die aus derselben Eröffnung kommen. Also wir können ja sagen, wir nehmen nur Konfigurationen, die man über die spanische Eröffnung erreicht in tatsächlichen Spielen und fragen, sind die irgendwie näher beisammen vielleicht? Oder, das sieht man hier drüben. Also ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Also wir haben hier aus beliebigen Eröffnungen genommen und vergleichen wir doch mal die grüne mit der blauen. Ja, das sieht man erst, ja, es ist ein bisschen weiter drüben. Und das heißt also, ja, das ist kein dramatischer Effekt, aber wir müssen das ja noch exponentieren. Und insbesondere, wenn man jetzt Paare nimmt, die wirklich aus verschiedenen Eröffnungen kommen, also wenn sie ein Paar von einer, also wenn eine Konfiguration aus einer geschlossenen Partie kommt, das andere aus einer offenen, dann sieht man signifikant, dass die auch weiter voneinander entfernt sind. Sprich, dass es schwieriger ist, eine Zugfolge zu finden, die ihn transponiert von einer in die andere. So für denjenigen, die Schach spielen, da sollte das so ein bisschen, should ring a bell, ne? Also sollte man irgendwie sagen, ja, das habe ich schon mal gehört. Also es gibt im Prinzip verschiedene Eröffnungen. Es gibt Spiele, die man klassifizieren kann in unterschiedliche Entwicklungen. Und das ist ganz lustig, dass das hier rauskommt. Jetzt noch eine Bemerkung und dann kann ich sozusagen zum Schluss kommen langsam. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, was wir machen in dieser etwas spielerischen Arbeit, ist nicht irgendwie zu versuchen, die Art und Weise, wie Schachcomputer Schach spielen, zu verbessern, sondern wir gehen bewusst in die andere Richtung und sagen, wir samplen eigentlich blind den Zustandsraum von Schach und wir erlauben bewusst, dem Computer Zugfolgen zu machen, die ein Schachspieler nie machen würde. Also irgendwie Figuren aufzugeben für nichts und also planlos und ziellos zu spielen. Damit lernen wir was über die Topologie dieses Baums. Und in diesem Baum ist natürlich jetzt auch noch versteckt die kompliziertere Topologie des optimalen Spiels, also dessen, was gute Schachspieler machen. Und um zu zeigen, wie deutlich unterschiedlich die sind, habe ich mir
dieses Beispiel mal rausgegriffen. Also Sie sehen, hier haben wir eine Anfangskonfiguration, 7 Steine noch auf dem Brett, Weiß steht im Schach, muss also ziehen. Und das ist die vorgegebene Endkonfiguration. Das ist ein Schachmatt, spielt aber keine Rolle. Und ich habe das rausgegriffen, weil diese Zugfolge komplett gelöst ist. Also hier ist Weiß zwar zunächst mal im Schach, muss aber ziehen. Und man kann zeigen, dass Weiß den Gewinn erzwingen kann. In 549 Zügen. Das ist, Und also das ist, das ist das optimale Spiel, beginnt von da, das läuft jetzt eine Weile. Das sind die 549 Züge, die sind alle zwingend. Ja? Also wenn hier ein guter Schachspieler da sieht, warum man so zieht, ich sehe es nicht. Ja? Die kürzeste Zugfolge, die ist was anderes. Die ist jetzt schon vorbei, ja? Jetzt hat er wieder zurückgesprungen. Ich mach gleich was. Also in weniger als 13 Zügen kommen sie von A nach B. Das ist die Topologie, über die ich bisher geredet habe. Das läuft noch, also 549 Züge, ich zeige es nachher. Sie haben nur noch 5 Minuten. Also wenn wir jetzt irgendwie versuchen, das zu skizzieren, dann entsteht folgendes Bild. Also der Raum aller Schachkonfigurationen, der hat eine sehr interessante Struktur. Der besteht zunächst mal aus unterschiedlichen Taschen, also es ist wie so ein Riesenhaus mit Zimmern drin. Warum? Das bekamen wir raus, weil wir gefunden haben, es gibt 2 verschiedene typische Abstände. Es gibt Konfigurationen, wo man etwas größere Abstände findet. Da war die typische Zuglänge so 40 Halbzüge. Und es gibt näher beisammenliegende Paare. Das führt also zu dem Bild, dass es so eine Unterstruktur mit verschiedenen Taschen gibt, in denen viele Paare eine typische Länge L1 haben und dann ist die Länge von einer Tasche zu einer anderen viel größer, L2. Und die tatsächlich gespielten Spiele, die sind quasi so wie dünn gefaltete Sheets da drin. Und während es sein kann, dass sie von einer Konfiguration zu einer anderen im Prinzip relativ schnell kämen in dem Suchbaum, mag es sein, dass das reale Spiel da einen riesen Umweg gehen muss. Das hat man vorhin gesehen bei der 549 Züge Matt. Und wir können sogar die Zahlen abschätzen. Und in der Tat kriegen wir raus, dass die Gesamtgröße des Raums Plus oder Minus, also wir haben einen Fehlerbalken in dem Exponenten, das ist wie in der Astrophysik, es ist Plus oder Minus 10 hoch 42, also deckt sich ganz gut mit dem, was man weiß. Und es ist irgendwie beruhigend, das wieder rauszukriegen. Und die Größe dieser Taschen, die ist viel, viel kleiner. Die ist nicht 10 hoch 42, die ist nur 10 hoch 22. Und die Zahl der Spiele, die tatsächlich gespielt werden, ist noch mal viel, viel kleiner. Das ist nur ungefähr 1 Million über die letzten Jahrhunderte. Und ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich, dass da auch nicht noch 1 Million dazukommt. Also das ist im Wesentlichen, passiert ja nicht mehr viel. Und etwas, worüber ich jetzt so ein bisschen drüber gesprungen bin, was aber vielleicht am Anfang auch schon so ein bisschen versteckt war, die Bauern sind diejenigen, die entscheiden. Die Bauern ziehen nur vorwärts, die bringen in der Sprache der Physiker ein irreversibles Element in die Dynamik. Ja? Wenn Sie mal einen Bauernzug gemacht haben, dann geht es nicht mehr zurück und dann kommen Sie auch nie wieder in eine Stellung, wo der entsprechende Bauarbeiter hinten stehen müsste. Das heißt, über die Bauernzüge legen Sie im Wesentlichen relativ schnell fest, in welchem Bereich des Zustandsraums Sie sind. Also, wie wir das für die Zeitung geschrieben haben, war, das Schachspiel ist wie so ein Riesenhaus und das Erste, was die Schachspieler machen in den Eröffnungszügen, ist, sie suchen sich ein Zimmer aus, genannt das spanische Zimmer oder das schottische Zimmer oder was auch immer, und da bleiben sie dann im Wesentlichen. Und in dem Zimmer, da bleiben sie auch irgendwie in der Ecke an der Klimaanlage oder an der Heizung sitzen, je nachdem, welche Jahreszeit sie haben. Das ist das. Ne? Es ist immer noch hinreichend kompliziert, um interessante Schachpartien zu haben, aber das Entscheidende ist vielleicht, dass sie da eine ganz nicht triviale Struktur in dem Raum haben. Also um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, da können wir jetzt kurz drüber gehen. Diese Idee, die ist rausgekommen aus unserer verrückten Idee, dass wir einfach mal die statistische Physikmethoden, die wir so haben, auf das Schachspiel loslaufen lassen. Es kommt raus, dass sie diese Zerlegung haben und um nochmal ein Gefühl für die Zahlen zu geben, was heißt 10 hoch 42? Also die Atome, die sie im Mount Everest finden, die können sie einigermaßen vernünftig als 10 hoch 42 abschätzen. Kommt jetzt darauf an, wie viel Sie von unten noch mitnehmen. 10 hoch 22, das wäre dann so eine Stecknadel im Vergleich zum Mount Everest. Das ist sozusagen das, womit Sie sich über die Bauernstruktur festlegen. Das hat so die Größe einer Stecknadel verglichen mit dem Mount Everest. Und wenn Sie dann sagen, wie viel spielt man denn davon sinnvollerweise, dann ist das vielleicht so die Zahl, die Sie in einem längeren Polymer in diesem Stecknadelkopf hätten, um so die Größenvorstellungen etwas anschaulicher zu machen. Was kann man jetzt damit machen? Eine Sache, die wir bislang nicht weiterverfolgt haben, weil es, wie gesagt, eine
Seitenzweig unserer Arbeit ist. Man könnte jetzt tatsächlich dran denken, diese Idee aus der Computerphysik jetzt wieder zurückzufüttern in tatsächliche Schachprogramme. Denn was wir eigentlich lösen können und was Schachprogramme vorher nicht so gelöst haben, weil es auch vielleicht nicht so interessant war, ist diese Transpositionsfrage. Also Sie haben eine Konfiguration und für den Fall, dass Sie irgendwo hin möchten, für eine gewisse Zielkonstellation, haben wir einen sehr guten Algorithmus, der Ihnen zeigt, wie das gehen könnte. Und um da jetzt in diesem Pfad, den wir rausfinden, auch vielleicht die rauszuschmeißen, die zu blöd sind, da muss man das jetzt noch koppeln mit einer vernünftigen heuristischen Bewertung, aber man könnte das ohne Probleme jetzt in diesem Sinne machen, dass man sagt, wir könnten ein Programm wie Stockfish oder sowas, was ja Open Source ist, erweitern, um so eine Art Deep Look Ahead, das also ein gewisses Ziel vor Augen hat und nicht nur einfach versucht, diesen immer größer werdenden Suchbaum abzuschneiden, sondern das sagt, ich habe irgendwas, ein Ziel vor Augen und kann da jetzt in die Richtung tiefer suchen. Was wir mit der Sache tatsächlich machen, hatte ich ja am Anfang erwähnt, ist ein nettes Tool, um statistische Physikmethoden anschaulich nahezubringen. Also jeder, der mit dem Schachbrett umgehen kann, kann eigentlich verstehen, wie so Rare Event Sampling funktioniert. Das funktioniert interessanterweise auch mit anderen Spielen ganz gut. Pac-Man ist auch sowas, wo man so schöne Sachen rausfinden kann, wenn man statistische Physik damit macht, aber das wäre eine andere Geschichte, die müsste ich Ihnen ein andermal erzählen. Ich komme lieber zum Schluss und möchte mich bei den Co-Autoren bedanken. Professor Talia Schillig in Luxemburg, Archer Altersplendar, das ist der schachspielende Masterstudent. Und dann geht Danke noch an die Journalisten, die das publiziert haben und an Mark Krauter, der uns die Datenbank der Schachspiele zur Verfügung gestellt hat. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten Zeit für Fragen. Woher kam denn die Bewertungsfunktion Lambda bei Ihrem Suchalgorithmus? Da bin ich dann so drüber gesprungen. Danke für die Frage, dann kann ich es nämlich kurz noch zeigen. Der Witz hier ist, dass man nur irgendwie charakterisieren muss, wie weit man von A nach B gekommen ist. Ja, also Sie brauchen nur irgendwie eine Entfernungsangabe. Und der zweite Punkt ist, dass der Algorithmus, den wir verwenden, da das zwar irgendwie braucht, also er braucht irgendwie eine Zahl, die ihm sagt, bin ich jetzt nahe beim Anfangszustand oder schon nahe beim Endzustand, aber wie optimal diese Zahl das wiedergibt, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Und das Lustige ist, das funktioniert rein geometrisch. Also wenn Sie sich überlegen, nehmen Sie den König hier, wie viele Schritte braucht er, um hier hinzukommen? Es sind 5, weil er ist hier aufgemalt. Also man kann sozusagen für jede Schachfigur eine Art Metrik erfinden, die mir sagt, wie lange brauche ich denn, um von hier nach hier zu kommen? Und damit habe ich ein rein geometrisches Maß, das mir für jede Figur sagt, wie viele Züge bräuchte die ungefähr oder was ist der geometrische Abstand von einer Konfiguration zur anderen? Und das hat nichts mit Schach oder Bewertung oder sowas zu tun. Das ist genau die Stärke der Methode. Wir können da blind sein und sagen, es geht ja nur darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass der König von da oben nach da unten kommt. Und das ist eine rein geometrische Aussage. Und natürlich könnte man das jetzt verfeinern, indem man sagt, okay, ich gewichte jetzt diese Entfernungen noch mit einer heuristischen Bewertung. Das wäre dann, was ich am Schluss als Outlook gebracht habe, dass man sagt, ja, da könnte man vielleicht wirklich das Look-Ahead einer Schachsoftware mit verbessern. Ah, und ich wollte die Frage noch beantworten, von der ich behauptet habe, ich würde sie beantworten. Also die Länge eines Spiels, unklar. Es gibt dieses verrückte 549-Züge-Matt, das bekannt ist, seit die 7-Steine-Datenbank existiert. Und zumindest als die 6-Steine-Probleme alle gelöst waren, sind, glaube ich, die Regeln sogar geändert worden. Dass man sagt, im Prinzip, wenn so eine Stellung aufs Brett kommt, darf ein Spieler sagen, ich weiß, wie das ausgeht. Das ist nämlich tabelliert. Und dann sind alle 50-Züge-Regeln oder sowas außer Kraft gesetzt. Dann gilt das. Nicht? Also wenn irgendein Spieler, wenn diese Konfiguration aufs Brett kommt und dann sagt einer, ich weiß gewinnt, dann ist das so. Und das ist dann nicht erheblich, ob hier in 50 Zügen nichts mehr geschlagen wird oder und so weiter. Ja. Also die Länge des Spiels hat sich dadurch auch ein bisschen verändert. Ne? Sie hatten noch eine zweite Sache angekündigt, nämlich das Münchner S-Bahn-Netz. Das Münchner S-Bahn-Netz, ja. Also warum?
Haben Sie eine Idee? Also, was... ja, das kann, also die Struktur ist natürlich eine Sache. Also in München könnte tatsächlich das Problem sein, dass das alles so sternförmig auf die Stammlinie zuläuft. Und dann hat man am Rande nicht genügend Verzweigungen, das mag sein. Sie könnten jetzt aber das deutsche ICE-Netzwerk nehmen und sagen, naja, da gibt es schon mehr Verzweigungen. Da ist nicht ganz offensichtlich, ist nicht so wie in Frankreich mit den TGVs, die alle nach Paris müssen. Trotzdem funktioniert es auch für die ICEs nicht. Und der Grund, habe ich gesagt, ist ein politischer. Der Grund ist die Existenz des sogenannten integralen Taktfahrplans in der Schweiz. Also in der Schweiz hat man dafür gesorgt, dass es Bahnknoten gibt, die alle gleich weit voneinander entfernt sind im gewissen Sinne. Also es gibt immer eine halbe Stunde Verbindung von einem Knoten zum anderen und dann können Sie da umsteigen in alle Richtungen. Und die haben das ganze Bahnnetz darauf ausgelegt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Und weil das aber so ist, kann ich das abbilden auf diesen Zufallsgraphen. Hier haben die Verknüpfungen alle dasselbe Gewicht. Ich gehe davon aus, dass ich alle in derselben Zeit durchschreiten kann und dass ich an jedem Knoten quasi beliebig umsteigen kann. Das funktioniert halt für das Schweizer Intercity-Netz ziemlich gut und es ist eine politische Entscheidung, weil die ihre Bahnnetze entsprechend ausgebaut haben. Und in Deutschland sagt man, da hat man das nicht, da gibt es auch Gründe dafür und dagegen. Deshalb funktioniert das tatsächlich da nicht so gut. Ein anderer Grund ist, dass ich es nur mit den ICE-Linien probiert habe und wenn Sie sich angucken, wo da die Knoten liegen, dann ist die Fläche einfach kleiner. Also es gibt ja keine ICEs in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern oder sowas. Die müssen dann alle wieder rausrechnen und dann kommt es hin. Aber das, das ist ja auch nur als illustrierendes Beispiel gedacht. Gibt es weitere Fragen? Ja, die Datenbank der vernünftigen Spielen entstand, gehe ich davon aus, hauptsächlich von Spielen Mensch gegen Mensch. Ja. Wenn starke Maschine gegen starke Maschine spielt, kommen Sie dann in ganz andere Räume? Das ist eine gute Frage. Das haben wir noch nicht gemacht. Also wo es das gibt, ist ja in der Entwicklung von Stockfish. Es gibt dieses Fishnet, das sozusagen systematisch Spiele durchprobiert. Die müssten wir uns noch vornehmen, die Datenbank. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Vermutung ist, dass es nicht wesentlich anders sein wird, weil die Bewertungsfunktionen ja eigentlich dahin angepasst wurden, dass sie gegen den Menschen auch gut spielen können. Und da sehe ich tatsächlich den Unterschied zu Machine Learning und Go, wo man, also der Go-Spieler, der da jetzt verloren hat gegen AlphaGo, der hat gesagt, die hat Züge gemacht, die waren völlig abstrus auf den ersten Blick, sind aber retrospektiv als sehr gut bewertet worden. Bei einem Schachprogramm ist es vielleicht manchmal so, dass man insbesondere in so Endspielsituationen, dass Schach dann einfach, also das Programm dann einfach sagt, nein, der Springer muss jetzt an den Rand und kein Spieler würde das freiwillig machen. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist mein persönliches Gefühl, dass was die Schachprogramme produzieren, nicht so weit entfernt ist von dem, was ein Mensch sich auch ausdenken würde. Aber es wäre interessant, das einfach mal zu testen. Ne? Gibt es weitere Fragen? Ich war etwas überrascht, als ich dieses Histogramm versucht habe, mit den Taschen in Deckung zu bringen. Ja. Weil meine Erwartung wäre ja jetzt gewesen, dass der größere Peak zu der Intertaschendistanz gehört. Ja. Aber das sieht ja hier genau andersrum aus, als ob die häufigere Frequenz die kurze Entfernung wäre. Ja, die häufigere Frequenz ist die kurze Entfernung, das stimmt. Da kommt es jetzt zunächst mal nur auf die Position des Peaks an, etwas über die Größe zu sagen. Also vielleicht formuliere ich nochmal, was meine Erwartung gewesen wäre. Ich hätte gedacht, wenn ich zwei zufällige Partien nehme, landen die in verschiedenen Taschen und haben deshalb eine große Entfernung. Deshalb sollte die relative Häufigkeit von großen Entfernungen größer sein als die relative Häufigkeit von kleinen Entfernungen. Was vielleicht Ihre Verwunderung ein bisschen auflösen mag, was hier nicht gezeigt ist in den Diagrammen, es gibt noch ein paar, die überhaupt nicht verbunden sind. Ja? In dem Suchalgorithmus, den wir haben, ist ein Cut-off drin. Wir haben gesagt, also länger als 200 Züge suchen wir nicht. Wenn nach 200 Zügen keine Verbindung da ist, sagen wir, die sind komplett voneinander disjunkt. Und dann müsste man wahrscheinlich dieses Bild, ich meine, das ist ein zweidimensionaler Sketch eines 10 hoch 42 dimensionalen
Raum. Also, ja. Also vermutlich müsste man sagen, ja, es gibt unter Umständen sogar welche, die komplett disjunkt sind oder sowas. Ja, das ist nur, um ein Gefühl zu geben. Und mir kommt es davon, also aus der tatsächlichen Frequenz kann man nicht so viel sagen, weil wir ja zufällig Paare rausgreifen müssen. Und das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht wissen, wie sehr wir die Paare gewichten müssen. Ja, wir können deshalb nur was über die Position der Peaks sagen. Wir können sagen, jawohl, es gibt Paare, die so weit entfernt sind und es gibt welche, die so weit entfernt sind. Aber ob jetzt Ihre Vermutung nicht rauskommen sollte, dass die weiter entfernt sind, auch mehr sein sollten, darüber können wir keine Aussage treffen, weil wir dann wissen müssten, ob wir aus all den 10 hoch 42 Positionen wirklich fair samplen. Und vermutlich tun wir das nicht. Ja? Aber deshalb habe ich mich beschränkt auf die Positionen und nicht auf die Höhe des Histograms. Es ist jetzt 12.30 Uhr, wir müssen eigentlich Schluss machen. Aber vielleicht steht der Sprecher noch etwas zur Verfügung. Gerne, ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank.